Okay, du kannst die Augenbinde abnehmen. Oh, mein Gott, ein brandneues Auto. Oh mein Gott, das ist das beste Geschenk, das eine Frau sich nur wünschen kann. Ja. Schatz. Oh. Okay. Schaut sie zu? Nein, sie schaut nicht zu. Sie hat die ganze Zeit telefoniert. Wir müssen das nochmal machen. Celia, wir haben das schon zweimal gemacht. Oh, oh, beeil dich, beeil dich. Okay, gut. Okay, okay. Okay, okay. Hey, du kannst die Augenbinde abnehmen. Oh, Nicholas, ein brandneues Auto. Ja. Oh, Schatz, ich bin die glücklichste Frau der Welt. Übertreib's nicht. Hi, Cecilia. Hi. Oh, Elizabeth, ich hab dich gar nicht gesehen. Schau, ein brandneues Auto. Kannst du das glauben? Wow, es ist nett, aber neu. Komm schon, es ist ein Gebrauchtwagen, offensichtlich. Nun ja, weißt du, es ist ein 2020er mit wenig Kilometern. Also wie neu. Eigentlich ist es ein 2000. sie hat recht. Klar. Mrs. Baxter! Oh. Hallo, Sie sehen wunderbar aus. Dankeschön. Hier, bitteschön, Ihr brandneuer 23er Porsche Cayenne. Frisch vom Band. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden, ich gebe Ihnen den Stift. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch und noch einen schönen Tag. Danke. Wir sehen uns. Vielmals. Nur eine Kleinigkeit, die ich mir zu meinem Geburtstag gegönnt habe. Ich kann es kaum erwarten, ihn einzufahren, ein paar Runden mit diesem Baby zu drehen. Josh, was machst du da drüben? Oh, ich... Er hat mir bei den Vorbereitungen für die Geburtstagsparty meiner Mutter geholfen. Ja, ich habe ihr dabei geholfen. Ja, wir sind noch nicht mal fertig mit den Vorbereitungen für meine Geburtstagsparty. Also... Komm rüber! Jetzt! Das wird eine großartige Geburtstagsparty. Du bist leider nicht eingeladen. Oh, naja, ich würde ja sowieso nicht kommen. Ich habe meine eigene großartige Geburtstagsparty. Und Hazel, Süße, wenn du jemals Hilfe brauchst, brauchst du doch nicht den Nachbarsjungen fragen. Wir müssen nicht alles selbst machen. Wir können es uns leisten, Profis zu engagieren. Sein Name ist Josh, nicht Nachbarjunge. Okay? Tschüssi. Rapidos, alla trassi, ayuda. Wir müssen die Party vorbereiten. Sie muss perfekt werden. Okay. Komm schon, vamonos. Danke, dass ihr gekommen seid. Du siehst toll aus in dem Kleid. Oh, Schatz. Danke. Vielen Dank. Na, das ist ja eine tolle Party geworden. Ja. Ja. Genau. Ich schwöre, ich kann sie nicht ausstehen. Ich weiß. Von allen Tagen des Jahres. Warum hat sie am selben Tag Geburtstag? Ich glaube nicht, dass sie darauf Einfluss hat, mein Schatz. Oh, auf welcher Seite bist du? Okay. Wir brauchen hier draußen etwas Musik. Ja. Geh rein und hol den großen Lautsprecher raus. Ja, den großen Lautsprecher. Ich hole ihn. Oh, ich Baby, ich habe Biscotto. Eine Lieferung für... Das bin ich. Ich bin das Geburtstagskind. Oh, Nicholas, das hast du toll gemacht. Ich hab das nicht. Ich kann es kaum erwarten, Fotos auf Insta zu posten. Alles Gute zum Liz. Nein, ich habe das eigentlich nicht bestellt. Das ist sie nicht 14.05 Bonus? 14.03. Oh. Hey. Es tut mir leid. Das ist meine Fehler. Naja, die Balance. Happy Birthday. Oh. Wenn das nicht mein Kuchen ist, wo ist meiner? Happy Birthday! Das ist mein Kuchen? Ja, das ist dein Kuchen. Oh. Was? Was ist daran falsch? Sieh dir den Unterschied an. Na ja. Der von Elizabeth ist bombastisch. Wie läuft's denn da drüben? Nicht gut.
Meine Mutter verliert ihren Verstand. Sie macht aus ihrem Geburtstag so eine Art Religion. Oh, warum kommst du nicht einfach rüber? Meine Mutter ist mit der Party beschäftigt, sie wird das nicht merken. Ja, schön wär's. Wenn Mom mich erwischt, wird sie mich umbringen. Hey, ich hab eine Idee. In 5 Minuten vor eurem Haus. Hi. Kannst du ein Messer für den Kuchen holen? Hey, mi madre. Oh. Wir haben keine Snacks mehr. Jetzt schon? Ich wusste, ich hätte mehr bestellen sollen. Aber nein, dein Vater wollte, dass ich mich an das Budget halte. Hört sich gut an. Ich wette, Elizabeth hat kein Partybudget. Hey, wenn du willst, kann ich in den Laden gehen, noch was besorgen. Oh. Ja, das ist eine tolle Idee. Los, los, los. Du bist ein Lebensretter. Beeil dich, los. Komm schnell zurück. Okay, los geht's. Der Große. Uhuhuhu, jetzt können wir feiern. Uhu. Ah, es ist Conga-Zeit, alle zusammen. Los, los. Uhu, uhu. Ja, 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 ja. Ja, 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 na, la, la. Hey Schatz, muss das so laut sein? Soll es so laut sein? Es ist nicht zu laut, es ist perfekt. Wuhu! Hände hoch, Leute! Hände hoch! Nächstes Mal die Musik bitte leiser. Ja, Sie sollten mehr Rücksicht auf die Nachbarn nehmen. Aber meine Nachbarin hat genauso laut Musik gespielt, bevor ihr gekommen seid. Wenn nicht sogar noch lauter. Was soll ich dazu sagen? Es ging um Ihre Wohnung. Ja, gute Nacht. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich danke Ihnen, meine Herren. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Ma'am. Ich bin mir sicher, dass sie angerufen hat. Diese böse, nichtsnutzige, erbärmliche... Hör auf damit! Du weißt doch gar nicht, dass sie es war. Weißt du, früher, wenn die Cops kamen, um deine Party zu beenden, hieß es, dass sie ziemlich wild war. Also würde ich sagen, heute war es ein Erfolg. Machst du Witze? Die Party war ruiniert, bevor sie angefangen hat. Das Essen, es ist uns ausgegangen. Der Kuchen war peinlich. Und ich habe nicht mal ein Kompliment für mein Kleid bekommen. Auf jeden Fall war Elizabeths Party viel besser als meine. Celia, du musst aufhören mit diesem Wettbewerb mit den Johnsons. Es ist nicht nur ungesund, es wirkt sich auch finanziell auf uns aus. Du wusstest, dass wir nicht in der Lage sind, ein neues Auto zu kaufen, aber du hast es trotzdem getan. Und du wolltest nur $500 für diese Party ausgeben und es wurde das Doppelte. Warum machst du es mir denn so schwer? Es ist mein Geburtstag und diese Dinge machen mich glücklich. Tun sie das oder lassen sie dich nur besser vor Elizabeth aussehen. Es ist wie das alte Sprichwort. Die Leute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht einmal mögen. Du bist eine von diesen Leuten geworden. Und wenn du so weitermachst, sind wir bald pleite. Hi, Sisi. Ich bin nur gekommen, um mich wegen der Verwechslung mit dem Kuchen zu entschuldigen. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Es ist okay. Mach dir keine Gedanken. Ich wusste sowieso, dass es nicht meiner ist, denn meiner war viel größer. Wirklich? Dein Kuchen war größer als mein 3-stöckiger Kuchen? Ja, meiner war 5-stöckig. Und jede Schicht hatte einen anderen exotischen Geschmack. Oh, er war so gut. Meine Gäste haben alles verputzt. Okay, wirklich. Ich bin sicher, du hast ein paar Fotos davon gemacht. Kann ich mal sehen? Fotos? Nein, ich habe keine Fotos gemacht. Es ist nicht 2011. Niemand macht mehr Fotos von dem, was er gegessen hat. Oh, wo wir von Essen sprechen. Ich habe meinen Hund erwischt, wie er das in meinem Garten gefunden hat. Ich schätze, den Gästen hat dein billiges Fingerfood nicht geschmeckt. Deswegen haben sie den ganzen Kuchen gegessen. Naja. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Sisi. Und alles Gute zum Geburtstag. Tschüss. Ich kann.
kann sie nicht ausstehen. Eine fünfstöckige Torte? Echt jetzt? Der werde ich's zeigen. Also gut, dann lassen Sie uns über den Winterball sprechen, der am Wochenende ansteht. Wir brauchen immer noch ein paar Freiwillige. Oh, ich würde gerne helfen. Gut, wir brauchen jede finanzielle Unterstützung, die wir bekommen können. Wir brauchen Dekoration, Essen... Sorry für die Verspätung. Julie, tolle Jacke. Ich musste die Scheiben an meinem Porsche tönen lassen. Schön, dass Sie da sind, Mrs. Baxter. Wir sprachen gerade über den Winterball. Also, Mrs. Grant, Sie sagten, Sie würden gerne mithelfen. Würden Sie lieber Essen oder Dekoration bezahlen? Nun, eigentlich meinte ich, ich würde gerne mit meiner Zeit helfen. Aber... Naja, wenn sie es nicht kann, dann würde ich mich freuen, für beides zu bezahlen. Schließlich tun wir doch alles für unsere Kinder. Wow, das ist sehr großzügig von Ihnen. Nun, das wird nicht nötig sein. Ich werde für die Dekoration sorgen. Das wird kein Problem werden. Okay, super. Also Mrs. Baxter kann sich um das Essen kümmern, während Mrs. Grant sich um die Dekoration kümmert. Super. Und ich werde mich besonders anstrengen, dass alles auch wirklich perfekt ist. Vielleicht ein komplettes Buffet statt langweiliger Hors d'oeuvre. Ich werde mich total reinhängen. Es wird zauberhaft aussehen. Der schönste Schulball, den es je gegeben hat. Ich liebe die Hingabe, Ladies. Sie zwei sind PTA-Superstars. Wisst ihr, das erinnert mich an die Zeit, als wir noch in der Highschool auf unserem eigenen Winterball waren. Oh, der, bei dem du mein Kleid kopiert hast? Dein Kleid kopiert? Ich hatte die teurere Version. Meins war Designer. Designed von Walmart. Du musst es ja wissen, du bist ja Stammkundin. Nein, die Nummer 1 der Aktionäre. Ich wünsche mir nur, wir müssten uns nicht verstecken, weißt du? Es wird langsam lächerlich. Stell dir vor, unsere Eltern waren mal Freunde. Ja. Sollen wir es nicht sagen? Versuch einfach, diesmal nicht wieder mein Outfit zu kopieren. Als ob ich das täte. Ich habe schon das perfekte Outfit im Kopf. Mit Vintage-Chanel-Pelz. Ja, und ich trage Bottega Veneta. Directo Italia. Capisci? Molto grazie. Manche Leute. Hi, mein Schätzchen. Wie war dein Tag? Gut. Wie war das PTA-Treffen? Toll. Außer, dass ich dafür zusammen bin mit Cecilia Grant. Das ist gut, ich meine. Vielleicht könntet ihr euch einfach vertragen. Ha, als ob das jemals passieren würde. Ich ziehe Leute vor, die etwas Klasse haben. Wie auch immer. Ich warte im Auto auf dich. Oh je. Das wird viel schwieriger, als ich dachte. Ja, sie hassen sich wirklich. Ja. Ich meine, wir werden es ihnen sagen müssen. Vielleicht kannst du es deiner Mutter heute Abend sagen und ich meine... Josh, Essen ist fertig. Danke. Hey Dad? Ja? Darf ich dich was fragen, was mir auf der Seele liegt? Klar, was gibt's? Also Hazel von drüben ist wirklich nett. Sorry, dass ich spät dran bin. Ich war mit den Dekorationen beschäftigt. Dekoration? Mhm. Was ist denn los? Oh, ich helfe bei Joshs Winterball, deshalb... Und wir müssen dafür unser Geld ausgeben? Haben sie dich dazu gezwungen? Nein, ich habe mich freiwillig gemeldet. So wie Mrs. Baxter. Sie kümmert sich ums Essen. Ich dachte mir schon, dass es was mit ihr zu tun hat. Celia, wir haben darüber gesprochen. Komm schon. Kann eine Mutter nicht einfach die Schule ihres Kindes unterstützen? Sicher, aber nicht, wenn das Geld knapp ist. Also bitte, so viel habe ich gar nicht ausgegeben. Wirklich? Sind in der Tasche auch Dekorationen? Naja, vielleicht habe ich oder habe auch nicht einen neuen Mantel für den Winterball gekauft. Hm. Vielleicht oder vielleicht nicht. Oh, $2,000. Willst du mich veräppeln? Naja, Elizabeth kauft einen Mantel von Chanel und der ist viel teurer.
und ich werde ihn einmal tragen und dann kann ich ihn zurückgeben. Sie werden mir mein Geld erstatten, solange das Preisschild dran bleibt. Das geht zu weit. Sogar für dich. Nein, ich muss es tun. Elizabeth gibt mir immer das Gefühl, dass sie besser ist als ich. Sie behandelt mich wie Dreck, seit wir kleine Mädchen waren. Ich bin nur... Ich habe es satt. Können wir einfach essen? Ich bin am Verhungern. Tja. Was haben wir denn hier Feines? Oh, du wolltest doch vorhin noch etwas sagen, oder? Weißt du, ist nicht so wichtig. Ja? Ja. Lass uns essen. Bist du sicher, Schatz? Mhm. Okay. Hier sieht es ja toll aus. Mrs. Grant, Sie haben sich wirklich sehr bemüht. Oh, es war mir ein Vergnügen. Ich liebe sowas. Alles riecht so lecker. Danke, Lee. Wow, Mrs. Baxter, das scheint alle Erwartungen zu toppen. Da bin ich mir sicher, meine Liebe. Es ist gut. Ich würde mir wünschen, das könnte man über die Qualität dieser tristen Deko sagen. Ich wünschte, wir könnten näher. Ich weiß, ich auch. Ich wollte es meiner Mutter sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie lange wir noch so weitermachen können. Okay, Ladies and Gentlemen, schnappt euch einen Partner. Wir werden das Tempo drosseln. Ich liebe diesen Song. Ich werde nicht zulassen, dass unsere Eltern das kaputt machen. Was ist hier eigentlich los? Josh, was machst du denn da? Ist das nicht offensichtlich? Er hat sie gezwungen, mit ihm zu tanzen. Oh, das würde er nie tun. Sie hat ihn wahrscheinlich zum Tanzen gezwungen, weil sie allein hierher gekommen ist. Und sie wollte nicht erbärmlich aussehen. Hast du meine Tochter gerade erbärmlich genannt? Die Einzige, die hier erbärmlich ist, bist du! Stopp! Das geht schon viel zu lange zu weit. Wir müssen alle reden. Kommt. Kommt schon. Geh? Du auch? Was? Mom? Was? Okay. Es ist Zeit, dir was zu sagen. Ja. Okay, die Wahrheit ist... Wir lieben uns. Ja. Huh? Ja, das geht schon ein paar Monate. Was? Was? Wir wollten es euch sagen, aber jedes Mal habt ihr euch nur gestritten und habt versucht, euch gegenseitig zu übertrumpfen und wir haben nie den richtigen Zeitpunkt gefunden, es zu sagen. Warte doch mal, ist das ein Preisschild an deinem Mantel? Nein, das ist ein Missverständnis. Ich habe vergessen, ihn abzumachen. Du wolltest den Mantel zurückgeben, Lügnerin. Sei nicht albern, ich doch nicht. Okay, 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 das hier ist genau, worüber wir reden. Oh ja? Dann macht es dir sicher nichts aus, wenn ich es abreiße. Nein, nicht. Okay, ich kann mir den Mantel nicht leisten. Ich habe ihn nur gekauft, weil du Chanel trägst. So, die Wahrheit kommt ans Licht. Alles, was ich über dich dachte, stimmte. Mom? Möchtest du etwas über deinen Mantel sagen? Nein, Hazel, will ich nicht. Können wir darüber reden? Mom, sei ehrlich. Er ist nicht echt. Kunstpelz. Und nicht Chanel, sondern aus der Santé Alley. Willst du ihr nicht auch vom Auto erzählen? Der Porsche gehört mir. Darüber habe ich nicht gelogen. Mom, du hast ihn nicht gekauft, sondern geleast. Und nur für ein Jahr, weil du dich beschwert hast, wie teuer die Raten waren. Du bist ja unglaublich. Wenigstens habe ich nicht über meinen BMW gelogen. Echt, Mom? Du hast gesagt, das sei ein 2020er. Und in Wirklichkeit ist es ein 2012er. Mit über 50.000 Meilen drauf. Ja, da hast du gelogen. Genau wie mit dem Kuchen. Du hattest keinen fünfschichtigen Kuchen? Nein, sie haben ihn im Supermarkt gekauft. Das war nicht so wie bei deinem. Ja, ich wusste, dass du dir keinen fünfschichtigen Kuchen leisten kannst. Also gut, da wir jetzt ins Reine kommen, mein Kuchen war nicht wirklich echt. Was?
Es war hauptsächlich Schaum. Schichten von Schaum. Eine Schicht war echt. Der Rest war Schaumstoff. Die Wahrheit ist, ich habe mich um Kopf und Kragen gebracht, um mit dir mithalten zu können. Und es war so schwer für mich. Seit der Highschool, weil alle dich lieber gemocht haben. Und ich kann mich an meinen 14. Geburtstag erinnern. Nicht ein einziger Gast ist gekommen, weil sie alle zu deiner Party gegangen sind. Deshalb habe ich das gleiche Kleid gehabt wie du zum Winterball, weil ich neidisch war. Elizabeth, ich war neidisch auf dich. Ich mag mehr Freunde gehabt haben, aber du warst immer in allem besser als ich. Ob Schule oder Sport, egal was. Oh Gott, es ist so verrückt, wenn wir überlegen, dass wir uns selbst in diese Lage gebracht haben. Ich weiß, oder? Es ist wie dieses Zitat. Wie ging das noch? Die Leute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mal mögen? Fürs Protokoll. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mag. Und du? Du bist nicht erbärmlich. Du bist wunderschön. Ich wünschte, wir hätten schon früher darüber geredet. Das hätte uns allen eine Menge Kummer und Geld erspart. Also, ihr vertragt euch wieder? Ja, wir werden nächstes Jahr eine gemeinsame Geburtstagsparty feiern. Und es wird großartig werden. Oh! Nein! Seid ihr mit uns einverstanden? Ich habe wohl kein Problem damit, dass du mit dem Nachbarsjungen ausgehst. Hey! Spaß! Ich mach nur Spaß. Wir lieben Josh. Na gut, lasst uns beim Essen darüber reden. Ich bin am Verhungern und das Catering von Elizabeth schien wirklich edel. Okay, natürlich. Es ist nicht wirklich Nobu, es ist Panda Express in schicker Verpackung. Was? Ich wusste es doch. Unglaublich. Es ist trotzdem richtig gut. Trotz Panda Express.